So, und mit diesem wunderschönen Bild, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Need for Speed. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir beim letzten Mal waren, aber okay. Oh Gott, unser Traum, Traum in Grau, also mein Traum in Grau. Nein, den Evo 10 mag ich natürlich immer noch, aber Need for Speed gibt es ja leider keine Evo 10. Das Beste haben sie natürlich wieder weggelassen. Also wie gesagt, also Aventador kommt natürlich so. Bald ich das Geld habe. Okay, ich habe 171.000. Okay. Ich brauche wieder Aventador. 193, ne? Ne, 192. Okay, 192, 200. Noch ein paar 12.000 drin. Dann sollte das doch passen. Aber für den letzten Stellplatz, da der nicht wirklich tunbar ist. Und das Ding genauso wenig. Und das, glaube ich, hat auch nicht wirklich viel. Und nein, ich kaufe sie mir jetzt nicht, um zu gucken. Ich habe mir jetzt Videos angeguckt und ja, die sind nicht wirklich. Also entweder der, beziehungsweise dann dieser Wagen von dem Eddie. Der hat ja auch einen Nissan Skyline R34. Oder wir holen uns diesen kleinen Süßen. Wäre jetzt vielleicht auch nicht ganz so die schlechte Idee. Kostet auch nicht so viel. Na gut, der Eddie-Wagen, der wird jetzt nicht wieder umsonst geben. Oder wir uns das schöne Silvia. Also zwischen seinen Nissans und einem BMW könnte man sich dann entscheiden. Aber ich weiß es noch nicht. Ich finde die auch eigentlich ganz cool. Vor mir habe ich zwar einen zweiten Driftwagen drin. Aber mir egal. So, ich müsste mal kurz gucken, was wir überhaupt machen müssen. Also ich würde sagen, wir könnten uns ja mal um Eddie kümmern. Jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Huh, Schwein gehabt. Oh. Ich bin so froh, dass der Turbo sich anders anhört. Nicht mehr wie so eine Rockstar-Dose, die man aufmacht. Ich hoffe nicht, dass mir jetzt hier irgendein Spieler entgegenkommt. Obwohl, jetzt müssten eigentlich Ferien sein, ne? Aber hier ist kein Spieler auf der Map. Forever Alone. Yes! Und auch da. Scheiße. Verdammt! Spielverderber! Oben auch. Man müsste Ferien haben. Fahre entlang der Route, drifte mit hohem Tempo. Okay, das müsste sich nach meinem kleinen grünen Ding anhören. Wir machen mal kurz. Garage, alle Missionen. So, das klingt doch gut. Ah, bräuchte man. Drifte. Okay, Amy wäre also auch. Sie wäre also auch, dass ich drifte. Ja, wahrscheinlich nicht. Mangelswerk auch nicht. Gut, also bräuchte ich mal für drei Dinger meinen kleinen Süßen. Fangen wir doch mal hiermit an, mit Amy. Danach gehen wir zu den Autos und zum Schluss kommt Mrs. Blau, also Robin. Gut. Weil es so schön ist. So, stopp, nee. Weil jetzt werde ich gleich das Auto zerstören. Ja, voll aufgestellt, sonst der Baumfahrwerk müsste ich haben. Weil sonst hätte er ja gemeckert, dass ich kann. Oh Gott, ich hab's sehen. Eingeschaut. Nicht die Pfanne zerstören. Das sieht gut aus. Punkt über Punkte. Ich bin hier der Boss. Oh Gott. Ich will mal sagen, dass es noch ein Stück weiter geht. So, ich bin noch auf der Gas. Dass wir ein bisschen mehr Gas geben. Das ist ja nicht das Problem, dass es zu langsam ist. Aber die haben wir noch nicht auf 1000 gekriegt. Die noch nicht. Aber dann ist es halt, ne? Der kommt nicht, ne, der kommt nicht. Der kommt nicht anders vorne. Ich kann das. Ich kann das! Nicht wirklich, aber ich kann fast gut zu reden. Ich glaub das schon. Hoffe ich. Würde so schön hier wahrscheinlich durchziehen können.
Kannst du da vorne tatsächlich noch nicht feilen, ja. Habe ich hier zwei Wochen wieder das erste Mal, ne? Angefangen und so. Muss man sich jetzt immer wieder ein. Wenn man gleich mit so einem Drift anzufangen, ist das vielleicht nicht die beste Variante, die man vielleicht machen könnte. Aber dann. Aber ich fahre doch gar nicht so schnell. Ich mache auch nichts Illegales. Nein, ich halte nicht die Wagen. Nope. Oh Gott. Ich bin vom Ding verschubst. Egal. So schön, dass man den selbst wegdrücken kann. Wir gucken hier, wir gucken hier. Oh, so. Oh, oh, oh. Hm. Aus. Das Auto sieht auch noch gut aus, Mensch. Ich bin begeistert von mir. Kann man das mal so sagen? Okay, das war jetzt mal zu übertrieben. Ja, ich bin doch stolz, dass mein Auto noch so gut aussieht. Hallo? Bist du nicht unbedingt da, ne? Das nehme ich als ein Blitz. Das ist schon mal klar, wie toll. Okay, sowas hier, ne? Ich habe es aber nicht von ihm gesagt, als es das war. Das war nicht mehr, naja. Das ist eher blau und ich habe 93.000, also mehr wie alle anderen und das war ich mir. Gib mir deine, ich bin mein Baby. Otto, was machst du da? Warum auch immer du jetzt wenden willst, ist okay. Es ist einfach okay. Der Lambo, das ist, ich habe bald Namen Tudor. Gehört auch zur Familie Lambo. Habe ich gehört. Ja. Hey Mann, hör zu. Ein paar Leute treffen sich zu einem Gymkhana und ganz normalen Rennen. Also ich werde mir das ansehen. Sollen wir uns treffen? Gut. Hoffentlich sehe ich dich da draußen. Okay. Jetzt mal kurz den Unterboden zerstört. Aus dem Punkt-zu-Punkt-Sprint rennen. Okay. Oh, ich will euch im Körner. Hab ich da den Ding gesehen? Ich glaube schon, dass ich da mal gleich als Kind Blöckchen auch den Ding. Ist immer mega nice. Ja, lange dafür gebraucht. Ich glaube, ich bin ein Ort hier. Obwohl, du kannst nicht so gut. Haben wir ja schon mal gemacht. Lamengemengemeng. Man könnte also nicht umfahren, scheiße. Ich dachte, das wäre ein Problem. Gott, hallo, Kopf. Sein. Sollte. Wenn man nicht ständig durch die Wand klatscht wie so eine Fliege. Oh, mein Haus. Bin ich da jetzt kurz rein? Nicht so mit dem Kopf. Können wir schon zwei? Also ich hab schon drei. Okay. Die China automatisch. Okay, 26. Schwein gehabt. Schnellster Schalt. Ey, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ne? Ein Auto nimmt schon wieder irgendwas mit. Ist okay. Okay, Auto ist okay. Gott. Was? Gerade. Wonder Maus? Passt.
Eigentlich liegt hier diese. Passt noch. Keine Ahnung, Mann. Erst dachte ich, es wäre wegen mir. Aber dann habe ich das Durcheinander gesehen. Es sind Cops. Überall. Und Straßensperren. Total heftig. Sie jagen echt jemanden. Travis, bist du in der Nähe dieses Cop-Einsatzes? Nein, nicht wirklich. Siehst du, wo die Straßensperren anfangen? Wo sind die nicht? Die haben in Downtown einen großen Bereich abgesperrt. Ich würde mich da fernhalten. Hm. Was ist mit ihnen dort? Weiß nicht. Hab's nicht bis in die Nähe geschafft. Gut. Alles klar. Treffen wir uns in deiner? Nein, ich muss erst was erledigen. Selbst schuld. Vergiss ihn. Er benimmt sich schräg. Du meinst mehr als sonst? Okay. Neuer. Komm zu uns ins Diner, okay? Rob's dabei? Na sicher. Okay, wir sehen uns da. Bis später. 2000. Achso, der Dino, okay. Da habe ich mal wieder falsch geguckt. Scheiße. Verdammt. Ist. So, mal gucken, was uns erwartet. Ich frage mich immer noch, wer hinter diesen Autos steckt. Ich glaube, zu Travis. Mit Travis hat man ja sonst eigentlich nichts wirklich zu tun. Also, er hat ja noch einen freien Platz, ne? Bestimmt nur so ein Mathelehrer, der seiner Frau sagt, er muss zu einem Footballspiel. Ich was anderes gehört. Travis sagt, es ist ein russischer Typ mit sehr viel Geld und wenig Hirn. Oh, ein Freund von dir? Alles nur Gerüchte, Mann. Alles hat mich im Dunkeln, besonders Travis. Nun, wer auch immer er ist. Oder sie wird hoffentlich schnell geschnappt. Was kümmert dich das? Weil die Leute Angst haben. Man gibt kein Geld aus, wenn man nervös ist, Mann. Hey. Ich hab's nicht vergessen. Da kam mir ein Buch gerade in den Blick. Ja, ich weiß Bescheid, glutenfrei. Genau, guter Belag. Oh Mann. Da ist dein Mathelehrer Ames, total harter Killer. Oh Mann, hey, was ist los mit uns? Hat uns echt der Mut verlassen, hä? Aber echt, Mann, du hast gar keinen. Ach wirklich, warum nervst du mich die ganze Zeit? Hä? Wen sonst? Was für ein Typ. Einer muss jetzt Opfer sein. Mal gucken, was die Autos das nächste Mal von uns waren. Wahrscheinlich mache Rennen mit den Cops oder whatever. Jetzt gehen wir erstmal probieren. Weiter Girls Power. Und danach kann ich mir noch kein Evo. Ja, ich hoffe wieder nach dem Evo. Nein. 592.000. Alter, ich könnte ihn kaufen, ja. Ich kann ja noch nicht tun. Mit 10.000 komme ich da nicht weit. Also ich glaube, dafür kann ich noch nicht mal das Bodykit kaufen. Also nein, ich kaufe ihn mir noch nicht. Ist mir so ein bisschen. Schon, das mache ich alle gegenseitig. Ich will nur diese Erbkippen, die alten Kämpfer. Ich bin mir ganz gut verstehen. Oh, ich weiß auch, das nicht diese Knutsche da. Tung, tralala. Genau das meine ich. Minutenverfolgung. Nissan!
Mami braucht dich. Ich hab das alles vom letzten Schritt getan. Weil ich wieder mit Fallhund fahre. Fallhund-Kind. Wie auch immer davon die weibliche Form ist. Aber ja. Ja, wir müssen so lang. Jetzt habe ich nicht in den Ring gemacht. Das ist halt echt böse. Wir sind erst mal das nächste Zeit. Okay. Gut. Der nächste ist gemeckert. Jetzt schief. Sag mir jetzt nicht, ich bin volle Kanne in den Kopf reingerauscht. Ach, scheiße. Ach, dammit. Ich meine, dass das ein scheiß Kopf ist. Ach, Fick euch, ey. Oh, Menno. Ich habe einer mir mal beantwortet, dass es so ein Kopf ist. Ach, Kacke. Okay, komm on. Dagegen ist Godzilla ein Garten. Komm, aber mein Godzilla ist kein Garten mehr. Ich habe sogar zwei auf meinem Desktop. Godzilla, Godzilla, also vom Film, der glaube ich 2014 rauskam. Und Godzilla, das Auto. Na toll. Was zum Teufel? Das war verrückt. Echt? Ich suche noch mehr Läufe. Wir sehen uns da draußen. Oh, fuck you. Oh, oh mein Gott. Jetzt will ich mir auch rummeckern. Seht ihr das auf deinem... Nee, der Schuss voll ist. Ach nee. So, ab in die Garage. Die wieder mit am warum auch immer vibrieren. Kann ich jetzt das echt so nennen? Warum auch immer vibrieren? Das ist toll. Behalte ich. Behalte ich mir bei. Hallo, mein Baby. Baby 3. Oh je. Yeah. Ich hab mal wieder in die Ohren. Oh je. Yeah. Ich will über die Wack drauf klatschen. Auch wenn mich manche dafür jetzt hauen. Ist mir egal. Okay, also so kann man uns nichts machen. Bodenfreiheit ist viel zu hoch. Viel zu hoch. Ach, okay. Lol. Ja, ich nehme die. Nein, das ist, ich weiß nicht, was ich damit nur antun. Wenn ich ihn jetzt Baby nenne, kommt das ein bisschen komisch rüber. Ah, wie? Klingt auch blöd. Ich einfach keine so. Das war schon mal falsch. So. Erstmal, nein, erstmal X. Wenn man die Tasten nicht kann, sollte man das lassen. Nochmal so. Gott sei Dank ist der Name nicht so lang. Oh, Conny. So, ups. Das ist genauso groß wie Ghost, also so lang, mehr gesagt. Baby Dev. Zu so einem Rennflügel hätte ich ja auch was. Also, okay. Nee. Was macht eigentlich diese da? Hat es überhaupt irgendeinen Sinn, sich das zu kaufen? Mal so fragen. Also ich habe immer noch nicht den Sinn dahinter verstanden.
schick mir so ein reiner 80k, ne, Schwitz und durch die Gegend. Mann. Tigre. Ist ja schon lieb. Hm. So, irgendwie entsinnen sich da jetzt nicht, aber okay. Aber, ich muss mal kurz nochmal den hier mal kurz rausholen. Also, wie auch immer die das machen mit dem Umstellen. Komisch. Sag schon, gibt dann die. Gefällt mir aber nicht. Geil, ich hab's eigentlich frei. Yeah. Gefällt mir aber die mal. Kann man die sich. Okay. Nee. Ich guck uns hier einfach mal, dann guck ich mir mal die kurz. Oh Gott, um Gottes Willen. Nein. Vielleicht. Sieht aber irgendwie dann nicht so aus. Ich muss sicher Schuh nehmen. Guck mir die mal an. Das von der Seite sieht man das immer so kacke. Sieht eigentlich ganz passabel aus. Die sieht irgendwie alles kacke aus. Ich mag das. Ich glaube, ich die. Die sieht eigentlich ganz passabel aus, oder? Also, ich war schon solche Flügelwelt und sieht das als recht wie gewollt und nicht gekonnt aus. Das war mir ja nicht. Wollen wir ja nicht bei unserem kleinen Süßen hier. Hm. Ja, ich glaube, ich nehme diese Schuhe. Was auch immer das in der Mitte sein soll. Nicht die. Sieht eigentlich ganz passabel aus. Kegelbleche gibt's nicht. Dann gucken wir mal kurz, was beim deinen Sender von irgendwas hat. Ich hoffe es doch mal. Okay, oh nee. Achso, da hat ja schon die böse. Okay. Sicherlich nicht. Hat er keins? Kein Breitbau so? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat keinen Breitbau. Ja. Breitbau schon, nur mir gefällt es nicht. Und da reißt er so schön die Fresse auf und dann lächelt er so komisch. Nein, einfach nein. Oh, das ist böse gucken und ihn lächeln. Beim Nissan geht ihr eigentlich Breitbau. Hm. So, mit diesem Orange-Ding beende ich auch erstmal die Folge. Und ja, bis später, morgen, whatever. Tschüss.